Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Ich kann es schaffen. Du musst springen. Über das Hindernis hechten und rutschen. In Ordnung. Gut. Was jetzt? Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Kommen wir zur Beweglichkeit. Komm zu mir. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Vater sagt immer, es ist wichtig, leise zu sein. Das ist mein Mädchen. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Geh in Deckung und versteck dich. Nichts gesehen. Mit der Zeit werden dich deine Feinde bemerken, auch wenn du am Rand ihres Sichtfelds bist. Mit den Worten von Corvo Atano verborgen wir ein Geheimnis, leise wie der Sonnenuntergang. Eine Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Ja. Arash, das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift.
Gut. Gut gemacht. Blocke mit einer Klinge. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Na los! Du bist schnell. Na los! Na los! Ha! Na los! Clever gemacht. Na los! Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Taumelt, setz einen tödlichen Schlag. Blocke mit einer Klinge. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Setz den Todesschlag. Na los! Na los! Gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronenmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern?
Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerkonos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag, Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Preiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Schweigen Sie schon das Mal des Outsiders. Sicher eine köstliche Geschichte. Ich sperre ihn in die Gemächer der Kaiserin. Dann bringe ich ihn zum Gefängnis von Kotwitsch. Mein Vater verlor alles, schickte mich zur Stadtwache, kaum besser als betteln. Und ich musste ihnen gehorchen, Corvo Atano, Sohn eines zerkonischen Kaufmanns. Hauptmann, waren das Schreie? Lord Corvo, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Stadtwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin in den Gemächern ihrer Tochter. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und das soll einer von zwei Schlüsseln sein.
Was? Was ist geschehen? Alexei, der Thronsaal, Emily. Nichts, was ich alleine kann. Ich muss hier raus. Sir, wie lange wird Hauptmann Ramsay brauchen? Nur die Ruhe, Corporal. Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Zerkonos. Der Mann steigt auf, ist alter Adel, gute Familie. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinne die Ramsays wieder Macht in Dunwall. Das sollten sie nicht vergessen. Ich half Emily, einen Frosch aus dieser Uhr zu holen, als sie 11 war. Ich schwöre, ich krieg das wieder hin. Ich hol sie zurück. Ich dreh ihn einfach. Such mir einen Ort, um meine Wunden zu lecken. Muss mich sammeln. Das Hounds Pits Pub. Heute beginnt ein neues Kapitel. Aber wird es so schlimm wie früher? Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Delilah hat mein Mal des Outsiders genommen. Aus mit der Zauberei. Schutzherr. Unfassbar. Ramsay ein Verräter? Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Staatsstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen hat sie gesucht. Fliehen Sie! Und helfen Sie, Emily! Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl. Geht nicht ohne meinen Ring.
untreue Hunde. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Was bin ich? Wie eine Hose ohne Beine. Das bin ich. Nichts. 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 Was? Wir brauchen Hilfe. Du Mann. Sehen wir nach. Was? Was? Ich bin gleich da. Das war für meine Tochter, Verräter. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Das stammt von Sokolov. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen. Sollte ich mitnehmen. Ich glaube, der Kronmeuchler hat eine Verbindung zu Delilahs Staatsstreich. Wieder zurück in die Welt. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Schnell raus aus Dunwall. Delilah hat Emily versteinert. Aber ich werde sie zurückholen. Du
bist deine Uniform nicht wert. Ich muss ein Schiff finden. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist tot. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Corvo Atano ist offenbar geflohen. Wir müssen ihn finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Emily Caldwin und Schutzherr Corvo Atano sind nun gesuchte Verbrecher. Und nicht vergessen, ihre Hilfe bei der Ergreifung von Staatsfeinden wird belohnt. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. Das ist Corvo Atano! Du bist tot! Achtung, Bürger von Dunwall! Achtung, Bürger von Dunwall! Von heute an ist Delilah Caldwin neue Kaiserin. Preise Delilah, erste ihres Namens. Ferner wird Corvo Atano wegen Verrats gesucht. Ist auf Befehl. Ich kenne das Schiff nicht. Fragen wir mal den Kapitän. Mir doch jemand! Ich will nicht! Was? Hilfe! Was? Was? Das ist Corvo Atano!
Ist da jemand? In Dunwall geht also gerade alles vor die Hunde. Der alte Kerl wurde sonst wohin verschleppt und ich habe keine Kohle mehr für irgendwas übrig. Ganz toll. Bin hier, um den Schutzherrn zu warnen. Zu spät. Und jetzt? Hey, hier drüben! Kaiserlicher Schutzherr, tut mir leid, aber Sie sehen aus wie eine wandelnde Leiche. War ein ungewöhnlicher Tag. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton. Der Herzog hat eine gewisse Delilah auf den Thron gesetzt. Sie haben Emily, ich könnte fliehen. Ich muss erstmal verschwinden, mich neu orientieren. Irgendwas passiert doch immer in Dunwall. Ist wie das Ende der Welt. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Ja, sie heißt die Dreadful Whale. Wollen wir? Gehen wir. Was ist das nur? Es fühlt sich irgendwie vertraut an.